in der ersten Champions League des Jahres. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Danke ans Publikum. Ja, meine Damen und Herren, wir haben natürlich spannende Themen diese Woche. Und heute haben wir ein Thema vorbereitet, das, glaube ich, sehr, sehr schwierig zu bearbeiten ist. Es dreht sich alles um Garmethoden. Was meine Kandidaten kochen werden, verrate ich Ihnen gleich. Jetzt läute ich die Glocke. 35 Minuten an die Töpfe. Fertig. Los geht's. So. Liebe Zuschauer zu Hause, wir haben gestern super gestartet mit einem auch sehr spannenden Thema. Es hat sich alles um Hausmannskost gedreht. Heute, ja, drehen wir die Schrauben noch ein bisschen an und es dreht sich alles um Garmethoden. Auch dafür haben wir wieder einen sensationellen Juror geholt. Er kommt aus München, war früher auch in Hamburg. Wer könnte das sein? Ursprünglich ist er Türke. Der Ali. Güngemisch. Kommt zu uns. Ali Güngemisch. Ali, ein total sympathischer Mann. Danke und Kuss. Ich glaube, der Ali ist ein sehr fairer Juror, auch nicht zu kritisch, natürlich auf einem sehr hohen Niveau, aber versucht da immer noch sehr, sehr viel Fairness reinzubringen. Ich will ja auch den Kandidaten zeigen und dass ich halt mal Respekt davor habe und auch das alles fair beurteilen. Es ist ja so, dass das Erste, was da vorne auf dem Tisch immer bekritzelt wird, für alle Küchenschlachtfans, die werden es wissen, ist immer die Garmethode, beziehungsweise der Garpunkt. Und jetzt haben wir uns mal überlegt, dass wir genau das noch mehr in Szene setzen, indem wir das Thema vorgeben, Garmethoden. Es gibt pochieren, backen, braten, frittieren. So viele, ich könnte sie jetzt gar nicht aufzählen in 35 Minuten. Und das Wichtige ist, dass man jedes Gut, das man da drin gart, auch wirklich auf den Punkt gart. Das ist natürlich beim Konfieren relativ schwierig, weil es im Fett gemacht ist, darf nicht über 70 Grad sein. Beim Frittieren ist es meistens so, dass es außen knusprig sein soll, vielleicht innen noch flüssig, kommt ganz drauf an, was es ist. Beim Braten muss die Kerntemperatur auch die richtige sein. Das heißt, da gibt es Fallhöhen und auf das wird der Ali ganz besonders schauen. Und ich freue mich jetzt, Ihnen meine erste Kandidatin vorstellen zu dürfen, die liebe Cornelia. Hallo. Ja. Die uns heute, und ich möchte gleich, wir reden auch gleich nochmal über gestern. Du willst uns welche Garmethode näher bringen? Räuchern. Räuchern mit welchem Gericht? Mit Forellenfilets, mit geräucherten Forellenfilets, mit Meerrettich-Zitronen-Risotto, mit einem Rote-Bete-Apfeltürmchen und gebratenen Kräuterseitling. Das ist so viel, meine Liebe, dass ich mich ans Erste gar nicht erinnern kann. Hier das Foto für Sie. Wow. Sehr aufgeräumter Teller. Ich gehe kurz auf das Thema Räuchern ein. Du kannst in der Zwischenzeit weitermachen. Schön, dass du da bist. Räuchern, meine Damen und Herren, ist ursprünglich ja eine Methode gewesen, Sachen haltbar zu machen. Ja, weil natürlich, wenn etwas verschimmelt, dann schimmelt meistens die Feuchtigkeit. Und das Räuchern entzieht Feuchtigkeit. Jetzt ist das Problem, es gibt Warmräuchern und es gibt Kalträuchern. Das Kalträuchern ist sehr viel schonender. Dafür haben wir leider nicht die Zeit. Das Heiß- oder Warmräuchern ist, ich will nicht sagen radikaler, aber etwas extremer. Und deswegen muss man aufpassen, dass man das schön ausbalanciert. Was gemacht wird, es werden Späne angeheizt, die kann man aromatisieren. Und das Gargut wird dann darüber geräuchert. Bis das Eiweiß sich bindet oder kurz davor, dann ist es perfekt. Was sind die Fallhöhen? Die Fallhöhen sind, dass es überräuchert werden kann. Und Sie kennen das, wenn etwas zu stark geräuchert schmeckt, dann schmeckt man nichts mehr vom Rest. Und unter gar darf es natürlich auch nicht sein. Ich glaube, das sind die Tücken. Ansonsten super Gericht. Ich drücke dir die Daumen. Und komm zum nächsten Kandidaten, der uns eine andere Garmachungsart näher bringen wird. Der liebe Nils. Schön, dass du da bist. Jetzt, Nils. Du machst heute was und warum? Ich mache ein Chili con Carne dekonstruiert, ein Sous-Vide gegartes Flanksteak mache ich, ein Bohnenmus, Tomatensalsa, Chili-Popcorn und eine Schokoladensauce. Da bin auch ich aufs Foto gespannt. Sehr, sehr spannendes Gericht. Geh ganz kurz vielleicht noch mal auf das Stück Fleisch ein, das du gewählt hast. Warum? Und warum Sous-Vide Garn? Flanksteak ist ein tolles Steak, wenn man das schön aufschneidet, sieht es super aus. Und Sous-Vide Garn habe ich gewählt, weil die Garmethode recht gleichmäßig gart und man am Schluss einen schönen Gargrad in der Mitte hat. Ich werde es dann nochmal schön anbraten, dass es ein bisschen Röstaromen hat. Apropos Röstaromen, was passiert hier?
Schön. Das ist der Plan. Schön, dass du da bist. Das wird sicher gut schmecken. Auch hier kurz für alle, die es nicht kennen, meine Damen und Herren. Sous-vide Garn ist in den letzten Jahren sehr in Mode gekommen, ist eine sehr schonende Garmethode, die natürlich dadurch, dass man etwas in einem Säckchen vakuumiert und dann mit kompakter Hitze durch das Wasser gart, ja, sehr, sehr schonend ist. Was ist der Nachteil davon? Man hat diese berühmten Röstaromen nicht. Deswegen nennt man es auch verkehrtes Garn. Man macht das dann hier bei einer Temperatur zwischen, kommt ganz drauf an, was man macht, 50 bis 80 Grad. Ja, da kann man variieren. Das kann man bis zu 24 Stunden da drin machen, 36 Stunden. Man kann einen Schweinebauch da komplett reinlegen. Das ist überhaupt kein Problem. Wichtig ist nur, das hat er richtig gesagt, dass man so etwas wie ein Fleisch zum Beispiel dann gut abtropft, von den Aromaten befreit und dann nochmal diese Röstung gibt. Dann hat man wirklich ein durch und durch zartes Fleisch, keinen grauen Rand und wirklich schöne Röstaromen außen. Also ist schwierig, aber wenn es gut gelingt, ist es was sehr, sehr Leckeres. So, haben wir jetzt genug erzählt über Sous-Vide Garn. Jetzt bin ich bei der lieben Renate, die eine ganz, ganz andere Garmethode wählt. Und verrat uns doch bitte gleich, was du da machst, warum du es machst, weil das ist sehr, sehr spannend. Hallo. Hallo. Ja, ich dämpfe und habe da mein Rinderfilet gesalzen, gepfeffert, im Kräutermantel, in einen Kräutermantel gewickelt. Mhm. Und habe jetzt ein Heu befeuchtet, habe das auf Klarsichtfolie gegeben und versuche das gut zu verknoten, dass das hält. Also du machst jetzt so ein Päckchen. Ich mache ein Päckchen, genau. Das heißt, Garmethode bei der Renate, dämpfen. Nenn uns das volle Gericht bitte ganz kurz. Das ist ein Rinderfilet in Heu gedämpft mit Grießknödeln, mit Kohlsprossenblättern und einer Rotwein-Schalottensauce. Sehr, sehr lecker. Jetzt haben wir hier das Foto. Sieht sensationell aus. Und es ist total aromatisch. Man schmeckt das Heu. Das wollte ich wissen. Es ist großartig. Ich hoffe, es gelingt mir. Das ist es. Meine Damen und Herren, das ist jetzt wirklich das Interessante. Oft dämpfen ist eine Garmethode, die meiner Meinung nach extrem unterschätzt wird. Das Wichtige beim Dämpfen ist, dass der Dampf, es klingt so blöd, der darf nicht zu heiß sein. Also beim Fleisch ist es noch eher so, aber prinzipiell darf es nicht zu heiß sein, weil sonst ist es quasi wie Kochen. Und das wollen wir nicht. Was ist der Vorteil zum Kochen? Dass wenn man das mit Aromaten in ein Päckchen packt, was die Renate super gemacht hat mit Heu, was super harmoniert mit dem Fleisch, das Fleisch oder das Gargut nimmt den Geschmack dieser Aromate wesentlich mehr an, als wenn man es in Flüssigkeit kocht. So, und das ist der Vorteil. Das heißt, du kannst das Stück Fleisch, den Fisch, stark aromatisieren. Und ich kann Ihnen an der Stelle sagen, es duftet hier. Heu hat auch ein bisschen starken Eingeschmack, je nachdem, was man da nimmt. Dass das Fleisch nicht nur nach Heu schmeckt. Man sollte schon noch den Rauch schmecken. Ich drücke dir die Daumen, wir alle drücken dir die Daumen. Danke. Und ich komme zu meiner nächsten Kandidatin. Riesigen Applaus für die Maria. Danke. Ja, mach das ganz gut. Wir haben nichts mehr. Hast du geschnitten? Hast du Pflaster? Ja, ein Pflaster bitte. So, liebe Maria, zuallererst machst du dich jetzt frei, ja. Weil wenn man frei ist, dann kocht man besser. Genau. Und als zweites verratest du uns jetzt einmal, was du heute für eine Garmethode gewählt hast und welches Gericht. Ich konfiere heute eine Lachsforelle. Mhm. Das Aromat, das ist jetzt schon fertig. Das ist einmal aufgekocht, damit die Forelle ein bisschen Geschmack kriegt. Ich mache dazu ein Apfel-Sellerie-Püree mit einem Schnittlauchöl und Crenn-Gemüse. Das heißt, es ist Wurzelgemüse mit Crenn und ein bisschen Essig. Meerrettich. Ja. Meerrettich. Genau. Schön. Also, konfieren. Ich lasse da mal das Foto dazu. Ja, das schaut sehr schön aus. Ist gerade bei so einem zarten Fisch wahrscheinlich, meine Damen und Herren, die beste Garmethode, die es gibt. Man kann es in Öl machen. Du machst etwas, was ich... Ich aromatisiere es vorher mit diesem Sud, damit ein bisschen mehr Geschmack in den Fisch hineinkommt. Da gibt es aber auch was, worauf man aufpassen muss, weil der Sud ist heiß. Das muss ein bisschen runterkühlen, damit das Eiweiß nicht austritt und damit es nicht vorgart, weil das wird das Öl übernehmen, die das Garn. Sehr schön. Und das Konfieren dann an sich? Bist du das bei Konfieren 70? Also ich habe 65 Grad, soll das Öl haben. Ja. Erst so das Öl bei 70, 75 Grad lassen und dann, je nachdem, wie dick das dieses Fischfilet ist, sage ich jetzt mal, die Lachsforelle ist. Ich drücke dir die Daumen, danke ja, dir. So wie allen anderen auch. Danke. Und erkläre noch mal ganz kurz für Sie zu Hause das Konfieren.
Das Kochieren, meine Damen und Herren, war ursprünglich genauso eine Haltbarmachung. Ja? Die Franzosen, in der französischen Küche ist es gang und gäbe, dass man, wenn man die Entenkeulen konfiert, dann kann man das im Fett machen, ja, im eigenen Gänsefett. Dann kann man das als Brotaufstrich nehmen. Man kann aber wirklich alles konfieren. Und ich finde es zum Beispiel persönlich sehr schön, wenn man eine Nussbutter macht, die auf 70 Grad temperiert und dann eine schöne Forelle oder einen Saibling da drinnen eingleiten lässt. Kleiner Tipp von mir, wenn Sie das machen, immer mit der Haut machen, nur das ganze Filet. Und der Fisch ist dann perfekt am Punkt, wenn sich die Haut relativ schwer, aber doch abziehen lässt. Dann haben Sie einen wirklich, glauben Sie mir das, perfekt gegarten Fisch, der sehr, sehr saftig ist durch diese Nussbutter oder das Fett, so wie es die Maria gewählt hat. Kleiner Tipp von mir. Aber wir haben ja noch eine letzte Garmethode. Wir haben natürlich auch geschaut, dass nicht jeder die selber verwendet, weil sonst wäre es ja ein bisschen langweilig für Sie zu Hause. Wir wollen ja alle was lernen. Und da freue ich mich sehr auf das Gericht von der lieben Gerda. Ja, ich pochiere heute. Man muss ja an der Stelle sagen, das ist schon wirklich Aromaküche. Auch jetzt, hier duftet. Was gibt es denn Schönes? Ich mache ein pochiertes Kalbsfilet. Ja. Mit Petersilienpüree, das ich da schon ein bisschen ansetze. Dann mache ich ein paar Karotten dazu. Und ein Kartoffelstroh. Ja. Und eine Portwein, weiße Portwein-Orangensauce. Bevor wir jetzt, klingt hervorragend, da schauen wir uns auch das Foto dazu an. Oh, toll. Gehen wir jetzt auf die Garmethode ein. Ja. Warum diese und weil was ist wichtig dabei? Weil ich es einmal ausprobieren wollte. Das ist eigentlich das Thema, warum ich es machen wollte. Und wichtig ist, dass der Sud nicht kocht. Ja. Der darf nicht so hoch temperiert sein. Und es muss ganz langsam ziehen, ja, damit es zart bleibt. Genau, es muss ganz langsam ziehen. Wenn Sie jetzt fragen, okay, was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Konfieren und dem Pochieren, dann ist das, dass das Pochieren meistens in einer klaren Flüssigkeit. Also das Konfieren ist meistens im Fett, ganz egal ob Schweine, Gänse, Öl, Butter. Und das Pochieren ist auch unter Kochpunkt, also unter 100 Grad, auch so in etwa bei 70, man kann das aber auch noch drunter machen, dann ist es noch schonender. Und der Vorteil hier ist, dass man dieses Wasser oder diesen Fond, den wir ja alle kennen, sehr stark aromatisieren kann. Das Ganze zieht dann in das Fleisch ein oder in den Fisch oder in die... Man kann das mit allem machen. Ist eine sehr schonende Garmethode auch, aber braucht natürlich Zeit. Schön. Genau. Gut. Ja, dann haben wir das jetzt einmal durch. 19 Minuten ist noch viel zu lang. Gut. Also zu den Garmethoden sollten jetzt keine großen Fragen mehr sein, aber das ist ja nicht alles. Ja? Wir sind in der Champions Week. Es geht wirklich um den ersten Startplatz im großen Jahresfinale, wo es dann wieder um 25.000 Euro geht. Und da kann ich dir jetzt schon sagen, das raucht viel zu stark. Das muss ich jetzt mal kurz weg. Das ist schon so. Wir räuchern nicht nur den Fisch, wir räuchern das ganze Studio. Das ist sehr stark. Oh. Ich hab's schon kleiner gedreht. Ja, ich glaube, das machen wir noch mal. Wir haben aber keine mehr. Da kann man jetzt nichts machen. Gib ihn mal raus. Der ist auf jeden Fall schon... Warte mal. Schau mal. Überhaupt kein Problem, wir machen das schon. Ich hab schon immer runtergedreht. Gut. Ja. Was gibt's denn dazu? Also es gibt heute nur... Meerrettich-Zitronen-Risotto mit einem Rote-Bete-Apfeltürmchen und gebratene Kräuterseitlinge. Das war's. Wo? Ohne Forellen. Nein, da müssen wir dann halt tricksen. Es ist nicht so einfach räuchern. Also die Forelle darf nicht nur nach Rauch schmecken. Und es darf auch nicht so sein, dass die überhaupt gar nicht nach Rauch schmeckt, wo man, okay, Meerrettich-Zitrone, wo der Geschmack die Forelle übertönt. Also muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Nicht die... Nerven verlieren, heißt das Wort. Hat jemand Lust, sich selber zu räuchern? Oder die Haare riecht hervorragend? Gut, ich mach weiter. Nils? Ja, hier ist einer. So, wie sieht's bei dir aus? Oh, super, läuft. Wenn ich das ursprüngliche Chili con Carne jetzt vor Augen habe, ja, dann denke ich an, du kannst mich korrigieren. Gerne. Mais, dann natürlich Fleisch, dann Bohnen, Chili, Kakao schmeckt sehr gut drinnen.
Okay, ich sag nichts mehr. Läuft. Also aber wieso Popcorn statt dem Mais? Ich fand es immer spannend, das irgendwie anders zu interpretieren und nicht zu sagen, wir machen das Klassische mit Bohnen und Mais und eine Tomatensauce. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache mal Popcorn mit der Chilinote dazu. Sehr gut überlegt. Renate? Au, au, au. Renate, weißt du, wie oft ich das in meinem Leben machen musste? Diese einzelnen Blätter. Ja, mühsam, aber schön. Mühsam, aber schön. Ganz wichtig, wenn man das macht, ist das Abschrecken. Warum? Damit die Farbe da bleibt. Damit die Farbe da bleibt. Bist du im Stress? Etwas, wie immer. Aber man kann sagen, du bist gut in der Zeit, oder? Ja, ich denke ja. Super. Maria? Geht's dir den Finger? Okay. Super. Okay. Ganz gut. Okay. So. Verrat uns mal ganz kurz, wo denn dein Fisch jetzt ist. Der ist schon... In diesem Sud, in dem Gewürzsud. Okay. Der ist noch ein bisschen lauwarm. Der ist ein bisschen lauwarm, also ein bisschen. Vielleicht können wir uns das mal anschauen. Ein bisschen ist der Fisch leicht angegart, aber minimal. Aber nur leicht, genau, genau. Und ich darf das kurz probieren? Bitte. Mhm. Ja, das ist natürlich sehr würzig. Da ist auch Salz drin. Ja. Das Salz macht den Fisch jetzt auch kompakter. Ja, also kleiner Tipp, wenn Sie zum Beispiel einen Kabeljau braten wollen, dann immer leicht einsalzen davor, weil das Salz bindet das Ganze und dann zerfällt er nicht beim Braten. Oder Salzlacke kann man verwenden. Wie schaut es mit der Zeit aus? Hättest du vielleicht ein paar Sekunden Aufmerksamkeit für mich? Bitte. Ja, weil nachdem du gestern dir das so zu Herzen genommen hast und heute dich geschnitten hast und aber wir alle ganz fest an dich glauben und es ist eine super Stimmung hinter den Kulissen, würde ich dir gerne so eine kleine Motivation, die natürlich alle bekommen, aber ich glaube, bei dir ist es jetzt gerade angebracht, zeigen. Deswegen schau da vielleicht ein paar Sekunden mal her. Mats ab. Hallo Oma, ich wünsche dir viel Glück und ich hoffe, du gewinnst bei der Küchenschlacht. Hallo Oma, du bist die beste Köchin der Familie. Und wenn du die Küchenschlacht gewonnen hast, freue ich mich schon auf unsere nächste Schnitzelparty. Yeah! Wie geil! Ja. Yeah, Schnitzelparty! Ja. Ist das lieb gewesen? Super lieb, ja. So, und jetzt gib noch mal Gas, komm. Gerda? Ja? Wie sieht's denn bei dir aus? Okay, ich bin gerade, dass ich mein Püree vorbereite mit den Petersilienblättern, mit Creme Fraiche und dann kommen dann die gekochten Wurzeln dazu. Fleisch? Ja, welchen Gargrad willst du da? Ja, jetzt ist schon wieder anders. Das Thermometer hat ein bisschen einen Vogel, glaube ich. Denken wir es noch mal rein. Das Thermometer hat einen Vogel, heißt auf Österreichisch, es funktioniert nicht ganz genau. Ah, aber das Stroh ist mir jetzt zu dunkel geworden. Das machen dann wir nochmal. Dann mache ich das nochmal. Ich lasse dich weitermachen. Bleib okay. Ganz ruhig. Ja, ja. Meine Lieben, ich glaube, ihr seid alle auf einem guten Weg. Das ist der Schiller. Ein Applaus vielleicht kurz für alle fünf. Ja. So, ich mache jetzt meine letzte Runde. Wie schaut es mit dem Risotto aus? Alles gut, wirf die Nerven nicht weg. Ja? Risotto läuft, ja. Geht sich das aus? Risottos dauert ja so roundabout immer, was würdest du sagen, 20 Minuten? Du hast relativ viel Flüssigkeit jetzt dazugegeben, aber ich glaube, das ist auch noch wirklich körnig. Da ist es noch sehr körnig. Ja? Also es gibt heute ein rote Beete Apfeltürmchen und gebratene Pilze. Nein. So. Jetzt reicht's mal mit euch. Ihr seid so großartig. Nein, wir haben vor der Sendung gesprochen. Es war Spaß. Jetzt haben wir auch für dich was vorbereitet. Du brauchst jetzt Motivation und ja, ich will jetzt, dass du denkst. Schau mal, was wir da vorbereitet haben für dich. Hallo Kleine, lieben Gruß aus Bad der Heide. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Küchenschlacht. Bei Muttern ist immer gut Futter. Und deswegen wirst du auch die Juroren von deiner Kochkunst überzeugen. Wer kocht am besten? Oma! Don't stop her now. Come in the coffee, she's all in the coffee. Don't stop her now, denn sie wird die Show gewinnen. Kochler verschwinden. Viel Glück! Bitte schön. Ja. Oh, komm her. Oh. Hey.
So, und jetzt versprichst du mir jetzt was? Ja. Jetzt gibst du noch mal Vollgas, okay? Ja. Wirf die Nerven nicht weg. Konzentrier dich. Würz das Ganze, schmeckt das gut ab. Das geht sich alles aus. Wirf die Nerven nicht weg, meine. Du bist eine ganz großartige Köchin. Aus jetzt, komm. So, Nils. Alex, probieren. Hummus. Und weinen und alles zusammen. Das gehört bei der Champions League dazu. Man muss mindestens einmal heulen. So, was, das ist das Bohnenpüree jetzt. Genau. Soll ich ehrlich sein? Ja, bitte. Ist Bohnenpüree. Ja. Richtig, richtig. Also, erkennst du das? Da fehlt mir die Emotion noch. Ja, verstehe. Weißt du, was ich meine? Ja, möchtest du ein bisschen Tomatensalsa dazu? Ich möchte gar nichts. Ach so. Ja, lass mal probieren. Das wäre die Idee. Lass mal probieren. Macht natürlich durchaus Sinn, meine Damen und Herren. Oft machen Gerichte erst dann Sinn im Mund, wenn man alles zusammen probiert. So. Auch im neuen Jahr nehme ich natürlich immer neue Löffel. So, und jetzt noch ein bisschen was von dem, ja? Du kannst ja auch noch einen Chili-Popcorn drauflegen. Komm, bring ich dir. Wie sieht es aus mit der Zeit? Ich will dich da nicht zu lange... Ja, was ist ein Oha? Okay, ich gehe schon. Probierst du auch noch mal, aber es ist schon gut. Mhm. Super. Das freut mich, danke. Gut. So, ich gehe jetzt meine letzte Tour hier. Jetzt sind wir gespannt, es ist der magische Moment und das ist natürlich schwierig herauszufinden von außen, ob das gut gegart ist. Ich würde es, glaube ich, rein vom Gefühl her von der anderen Seite nehmen, aber ich glaube, du bist super dabei. Ich will da jetzt ein Stück nehmen. Ne? Pass mal auf, das reduziert dir schon sehr stark. Genau, dreh dir das ab. Darf ich es abdrehen? Bitte, bitte, bitte. Ich dreh dir das ab. Bitte, dreh es mir ab. So, das ist natürlich jetzt super, wenn man das so macht wie die Renate und dann noch rasten lassen kann. So, jetzt haben wir genug Tipps gegeben, genug gekostet, genug geschmeckt. Die letzten zwei Minuten fangen jetzt an und wir schauen jetzt nur mehr zu. So, jetzt wird's ernst, denkt ans Anrichten. Teller herausnehmen, putzen. Danke. Gewürzt. Nicht vergessen, salzen. Gib nicht zu viel Fisch drauf. Ja, super. Ich sag nur noch einmal abschmecken, abschmecken, abschmecken. Gut. Ich setze mich kurz ins Publikum. Letzte Minute. Ich persönlich glaube, das Konfieren von der Lachsforelle, dass es eher was Einfaches sein wird. Das wird der sehr souverän oder er oder sie das durchziehen. Ob Chili con Carne das schafft, mit so viel Aromen und neuen Techniken in 35 Minuten, da bin ich mal gespannt. Ihr habt das super umgesetzt. In 35 Minuten so viele verschiedene Garmachungsarten ist schon allerhand. Gerda,
Ist es so geworden, wie du es dir vorgestellt hast oder wie du es zu Hause gemacht hast? Naja, zu Hause ist es mir besser gelungen, finde ich. Aber es ist nicht schlecht. Renate, du hast halt wieder aus dem Vollen geschöpft. Ist das Rinderfilet jetzt genug gedämpft, dass es nach Heu schmeckt? Ist es so, wie du es wolltest? Ich habe es nicht probiert. Es sieht top aus. Ich hoffe, es schmeckt perfekt nach Heu. Zu Hause hat es super nach Heu geschmeckt. Und ich denke, das wird mir da jetzt auch gelungen sein. Mit den restlichen Komponenten, die spielen natürlich auch eine Rolle. Zufrieden? Ja, die Soße ist super. Die ist gut einreduziert. Der Portwein, der Estragon, Thymian, schmeckt alles gut raus. Die Kohlsprossenblätter sind in Butter geschwenkt. Ich habe alles am Teller. Bei den Knödeln bin ich mir nicht ganz sicher, ob die jetzt genug gezogen haben. Vor allem sind es keine Knödel waren. Irgendwie, die werden zu Hause runter. Aber im Großen und Ganzen zufrieden. Ja, im Großen und Ganzen zufrieden. Schauen wir mal. So, Cornelia, ist der erste Schreck vorbei? Räuchern, werdet ihr noch Freunde? Vielleicht nicht. Oder vielleicht mit ein bisschen mehr Zeit. Aber ansonsten würde ich mal sagen, ist alles, was da auf dem Teller liegt, ziemlich gut geworden. Und also die geräucherte Forelle ist durch. Ja, das stimmt. Also man kann nicht sagen, dass sie nicht geräuchert ist. Nicht? Ja. Ja, also insofern, schauen wir mal. So, Maria, erzähl uns deine Gedanken zu deinem Teller. Mhm. Zuallererst hoffe ich, dass der Jura das als erstes probiert, weil die Forelle weiter gart, weil der Teller ist auch warm. Das Apfelsellerie-Püree habe ich abgeschmeckt, schmeckt mir gut. Das Gemüse ist noch bissfest. Das Schnittlauchöl habe ich jetzt keine Zeit gehabt zum Passieren, aber ich habe es einfach so raufgetan. Und alles im Allem hoffe ich, dass es reicht. Nils, mein Lieber. Nils, ich finde es sehr schön, wie du den vermeintlich sehr einfachen Gerichten deine Note gibst. Jetzt ist meine Frage, ist es so, wie du es im Kopf konstruiert hast, dieses Gericht? Das kennt ja niemand anderer. Ja, es ist fast so geworden. Das Einzige, was mich gerade so ein bisschen ärgert, dass ich nicht genug Röstaromen ans Fleisch bekommen habe, nachher beim Anbraten. Ich habe, glaube ich, die Pfanne zu spät aufgestellt. Aber das Fleisch sah sehr gut gegart aus. Chili-Popcorn ist mega geworden, hat eine schöne Schärfe, dauert ein bisschen, aber kommt dann. Ja, Bohnenmus und Tomatensalsa sind eigentlich auch gelungen. Insofern bin ganz zufrieden. Meine Lieben, seid nervös? Jetzt müssen wir ihn reinholen. Jetzt wird es ernst, meine Damen und Herren. Hier ist unser Jura aus München, Ali Güngümüş. Wurde hier geräuchert? Nein. Du lügst. Oh, das ganze Studio riecht danach. Oh, das sieht aber toll aus alles. Respekt, sehr schön. Womit fangen wir an? Mit Konfieren. Was heißt Konfieren? Hab ich vorher super erklärt. Aufgepasst, sehr schön, Kompliment. Also, konfieren in Olivenöl konfierte Lachsforelle mit Apfel-Sellerie-Püree, Meerrettich-Gemüse und Schnittlauchöl. Schön. Bin mal gespannt. Nehmen wir mal das Gemüse hier runter, Meerrettich-Gemüse. Erstmal hier gucken. Ja, sehr schön. Hier sehe ich gleich wunderbar glasig konfiert die Lachsforelle. Apfel-Sellerie-Püree, sehr schmackhaft, schmeckt sehr gut. Fisch habe ich ja gesagt, glasig ist es ja. Wunderbar saftig. Ein bisschen mehr Salz oder ein paar Salzflocken oben drüber. Hätte dem Fisch noch besser getan. Das Gemüse, schön knackig. Schnittlauchöl habe ich hier. Auch mal probieren, ob es auch wirklich Schnittlauchöl ist.
geht schon mal gut los. So. Also. Sous-vide, dekonstruiertes Chili con Carne. Flanksteak auf Bohnenmus mit Tomatensalsa, Chili-Popcorn und Schokoladensoße. Wow. Muss man auf solche Ideen kommen. Also Flanksteak, das ist hier. Ist das überhaupt gar geworden? Das sieht ziemlich roh aus. Sehr roh sieht es aus. Ich probier's. Ich meine, Flanksteak in 35 Minuten Sous-Vide-Garen. Leider viel zu wenig. Das sieht man auch. Hier ist es leider roh. So. Bohnenmus. Wunderbar. Gut. Lecker. Ja. Das hier ist Tomatensalsa. Das schmeckt mir sehr gut. Also Bohnenpüree. Also Mousse, Entschuldigung. Die Idee mit dem Popcorn, schön mit Chili eingearbeitet. Überhaupt gar nicht scharf, so ganz leicht kommt hinten die Schärfe raus. Hier aus den grünen Tomaten schöne Salsa gemacht, mit roten Zwiebeln abgeschmeckt. Das gefällt mir wirklich gut und schmeckt auch gut. So, wo ist das, die Schokoladendose? Oh, die ist aber gut. Die ist auch gut. Ein bisschen so drüber, so. Nicht so geizig sein mit der Soße. Machen wir mal so. Nochmal zusammen schön probieren. Leider bist du auf das Fleisch alles sehr gut. Ja. Es geht weiter mit Pochieren. Pochiertes Kalbsfilet mit Portwein, Orangensauce, Petersilienwurzelpüree und Kartoffelstroh. Kartoffelstroh, sehr schön. Schau mal, wie schön knusprig rausgebacken. Das Fleisch, schön medium. Guck mal, noch mal außenrum so eine Kräuter. Brösel, finde ich gut. Mal schneiden. Fleisch, sehr gut. Das Püree aus Petersilienwurzel und dann nochmal aus der Blattpetersilie Püree gemacht und drunter gehoben, damit es eine schöne Farbe hat. Auch sehr schön dann. Ja. Kartoffelstroh, wunderbar, knusprig gebraten, überhaupt gar nicht hier, überhaupt gar nicht bitter, wenn man die zu lange frittiert, dann werden sie meistens bitter, aber hier ist es genau an der Grenze sehr gut gemacht. Auch hier mit den Karotten, mit den kleinen Möhrchen. Und was ist das? Das ist Portwein-Orangensauce, gell? Ja. Und die hätte ich gar nicht dazu gebraucht. Auch sehr fein. Also, alles in sich stimmig. Es gibt nichts Negatives zu sagen. Oh. Dämpfen in Heu gedämpftes Rinderfilet mit Grießknödeln, Rotwein, Schalottensoße und glasierten Rosenkohlblättern. Ja, Wahnsinn, ihr habt euch so viel Mühe gemacht. Respekt. Champions Week. Ja, Wahnsinn, wirklich. So, die Soße probiere ich jetzt mal hier. Rotwein, Schalotte. Fein. Fleisch ist gut gegart, ist okay. Ist ein bisschen ungleichmäßig gegart, aber es ist auch beim Dämpfen gar nicht so einfach. Aber in der Mitte, im Kern, schön medium, das finde ich gut. Bin mal gespannt, ob ich das Heu rausschmecke. Okay. Kannst du das nochmal machen, bitte? Haben Sie ein Handy da? Ja, muss schon. Warte mal. Ja, doch. Ja, doch, komm schon raus. Gut, gut gelöst, auch gut gewürzt. Das sind die Grießknödel. Ja,
Ja, so richtige Knödel sind sie nicht. Die sind halt nicht schön rund. Das ist auch nicht so schlimm. Ein bisschen fest sind sie noch. Das hat man, da hätte man ein bisschen weniger Grieß nehmen können. Mmh, Rosenkohlblätter. Mmh. Schöne Idee, auch eine schöne Präsentation, gefällt mir gut. Bis auf die Grießknödel ist hier wirklich auch alles sehr fein und gut gelöst. Schaut euch mal das an, das ist ja Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn, das ist ja eigentlich fast Sterne-Restaurant-Niveau. Nicht schlecht, echt. Na, wenn es jetzt auch noch schmeckt, ja, was willst du denn noch meckern, sagt der Schubeck immer. Also, oh, ich muss erst mal vorlesen, Entschuldigung. Räuchern, geräuchertes Forellenfilet mit Meerrettich, Zitronenrisotto, Kräuterseitlingen und rote Beete Apfeltürmchen. Sehr fein. Mit der Forelle fange ich an. Hier schön warm geräuchert, ein bisschen mit schwarzem Pfeffer nochmal abgeschmeckt. Mal gucken, dass sie nicht zu lange gegart ist. Mm-mm. Ja, kann man sehen, schön saftiges Ziel. Schmeckt auch noch Forelle raus, das finde ich gut. Dann hier das Risotto. Jetzt bin ich mal gespannt, wir haben ja gar keine Soße. Aber wenn du das Risotto so schön machst, so gut machst, so lecker machst, dann brauchst du auch gar keine Soße. Wahnsinn. Also geschmacklich sehr gut. Auch die Menge, wie viel Meerrettich, wie viel Zitrone ist hier wunderbar gelöst. Wahnsinn, sehr schön. Ja. So. Mhm. Die rote Beete, da ist noch Apfel dazwischen. Der Geschmack von der Forelle, dieses Räucheraroma sozusagen, das ist ja schon ein bisschen kräftig. Und wenn du dann aber rote Beete und mit dem Apfel zusammen das isst, das harmoniert sehr gut im Mund. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Ich habe sehr gut gegessen. Jetzt weiß ich nicht, ob Räuchern oder Pochieren der Tagessieger ist. Ich würde am liebsten beiden geben, aber weil optisch Räuchern mir besser gefallen hat, ist Räuchern heute für mich Tagessieger. Aber kurz danach kommt Pochieren, auch hier alles wunderbar gelöst, also Respekt. Super. Dämpfen, Rinderfilet, ja, ist sehr gut, bis auf die Grießknödel habe ich ja erwähnt, aber allein schon für die Idee, für die Umsetzung. Für die Präsentation, ganz ehrlich, ist mir bewusst, ob die Grießknödel ein bisschen fester sind oder nicht. Dämpfen ist auch weiter. Sous-vide, tolle Idee, Chili con Carne mal anders zu präsentieren und anders zu servieren, finde ich gut. Leider ist das Fleisch allerdings nicht gar geworden. Dadurch ist es auch zäh zwischen den Zähnen. Ja? Also so, ich habe gute Zähne, aber so gut sind sie nicht. Auf der anderen Seite habe ich die Lachsforelle, die sehr gut gemacht ist. Aber von der Würzung her, nur die Fische, ich rede nur vom Fisch, Beilagen und so weiter sind gut. Da fehlt einfach Salz. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, lieber salzig die Lachsforelle nach, bevor ich dieses zähe Fleisch da irgendwie zwischen den Zähnen den ganzen Tag habe. Deswegen tut es mir leid, aber ich muss fair sein und ich bin fair. Lachsforelle weiter. Und du warst ein super Kandidat. Vielen Dank. Bist auch ein Gewinner. Du hättest vielleicht das Fleisch am Schluss noch ein bisschen nachbraten sollen. Ja, das war der Fehler. Aber es hat Spaß gemacht, oder? Mir auch. Vielen Dank. Ich hoffe, Ihnen zu Hause hat es auch Spaß gemacht.
Und morgen sehen wir uns wieder um 14.15 Uhr bei der Küchenschlacht. Bis dahin einen wunderschönen Nachmittag und Abend, ihr Alex Kuchner. Auf Wiedersehen.